Eigentlich hatte Jean-Claude Pedrolini ja Ferien. Aber auf einem Filmset geht es früh los. Hast du ihn schon abgestrichen? Ja. Der 44-Jährige meldet sich zum Dienst. Dass er vor der 7 am Morgen muss da sein muss, mache ich nichts, wenn er dafür als Statist mitmachen kann. Bei uns im Dorf passiert das einmal etwas. Und das ist sicher eine gute Gelegenheit, um einfach mal hinter die Kulissen zu schauen und mal so zu erfahren, wie es jetzt auf so einem Filmset abgeht. Und ja, ist lässig, ist super. Der Jean-Claude Pedrolini arbeitet im Marketing für eine Skifirma. Jetzt muss aus einem modernen Bündner ein Mineur vom 19. Jahrhundert entstehen. Weg mit Jeans und Käppi, eine Verwandlung, die ihm gefällt. Die Kleider sind eigentlich bequem und ja, es ist halt lässig, um mal etwas anzuhaben, was man sonst nicht wirklich anhätte. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass die Jungs in dem Zeug gut arbeiten können. Es ist bequeme Kleidung. Der Aufwand für den Gotthard-Zweiteiler ist enorm. Jeder von den über 90 Statisten, der heute im Einsatz steht, muss auch in die Maske. Alles muss stimmen. Vor den drei Arbeiten haben sich die Statisten nicht mehr rasieren, nicht mehr zum Coiffeur gehen, nicht mehr die Haare waschen. Sogar dreckige Fingernägel gibt es. Ich bin gerne ab und zu mal ein Dreck, Michel. Nein, ist lässig. Ich finde es interessant, eben, wie sie es machen und mit welchen Mitteln dass es gemacht wird. Und was man eigentlich herkriegt mit einfachen Mitteln, finde ich schon recht interessant. Dann ist das Kostüm perfekt. Und drei Stunden, nachdem Jean-Claude Pedrolini antraben musste, geht es endlich aufs Filmset. Und bitte! Dort ist eine andere Statistengruppe im Einsatz für eine Szene. Es geht um einen gefährlichen Dynamittransport durchs Dorf. 2.500 Statisten braucht es insgesamt. Dass für den zweiteiligen Fernsehfilm so viel Aufwand betrieben wird, begründet der Regisseur auch mit dem Thema. Nur so werden wir dem Jahrhundertprojekt gerecht. Ich glaube, dass jeder, der durch den Gotthard wird fahren in Zukunft, nachdem er den Film gesehen hat, anders durch den Tunnel fährt. Das war mir nicht bewusst, wie der Tunnel gebaut worden ist, was für ein Drama und auch was für eine technische Leistung dahinter steckt und was für ein Völkergemisch da zusammengekommen ist, um das grösste Bauwerk in dem 19. Jahrhundert in der Schweiz zu leisten. Szenenwechsel. Jetzt darf auch Jean-Claude Pedrolini auftreten. Und zwar einfach so die Gasse drauf. Und dann einfach immer auf Bitte und immer wieder da zurück. Probe. Wir haben jetzt die Instruktion gekriegt, dass wir so quasi die Mineure sind jetzt gerade angekommen und jetzt laufen wir auf die Baustelle. Wir sind eigentlich happy, dass wir auf die grösste Baustelle von Europa dürfen arbeiten. Und einer der Hauptdarsteller ist mit der Postkutsche angekommen, was wir uns natürlich nicht leisten können, oder? Und schauen dann so ein bisschen neidisch auf ihn über und laufen da durch, durch die Gasse. Und das werden wir jetzt ein paar Mal machen, bis es sitzt. Stundenlang wird die Szene wiederholt. Der Auftritt im Film müssen sich die Statisten mit viel Ausdauer verdienen. Und dem Jean-Claude Pedrolini wäre es am liebsten, wenn sein Dorf nach drei Schluss gerade so bleiben. Es ist ja eigentlich nur ein Fake, aber es sieht so echt aus und es ist wirklich schön, es passt super in unser Dorfbild hinein. Können Sie sich vorstellen, so zu leben? Ja, könnte ich mir wirklich vorstellen. Also wahrscheinlich müsste ich dann einen anderen Job haben, dass halt irgendwie ein Bauer bist oder so, aber ich könnte mir das schon noch vorstellen, ja. Nur für ein paar Tage sieht es Zwalendas so aus wie im vorletzten Jahrhundert. Am Computer wird der rundum noch das Gotthard massiv eingefügt, sodass die Verwandlung vom Bündner Dorf zu Göschenen perfekt ist.